mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Na? Guten Tag. Hallo. Setz dich doch. Am besten gleich in die Mitte. Ich setze mich dahinter. Ich habe ein Mikrofon für dich. Ich glaube, Olli ist so unähnlich. Oh. Wie ist denn dein Name überhaupt? Linda. Linda. Und du bist ein großer Tokyo-Hotel-Fan. Ja. Deswegen bist du wahrscheinlich hier. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, jetzt wo ich dich schon mal hier habe, wollte ich die Jungs mal unbedingt fragen? Oh Gott. Vielleicht, wo Bill sonst noch Tattoos hat? Das weiß man irgendwie nicht mal, wenn man dann irgendwie neben denen sitzt. Ich wollte die so und so viel fragen, aber... Wen willst du denn am besten von den Vieren? Tom. Ah! Neue Platte ist gerade draußen, Zimmer 400... 483, genau. Zimmer 483, was ist da passiert? Tja, ja, was ist das? Vielleicht erklärt das im Brand, aber nein, Quatsch. Ja, eine Antwort auf die Cola-Frage zum Frühstück, ne? Ja, genau. Nee, ja, Quatsch, bist du gefeiert? Ja, nee. Also da ist ein großer Schritt gemacht worden in Richtung neues Album, Richtung 483-Album. Und ja, da ist was passiert. Wir wollen das noch nicht so verraten unbedingt. Aber da ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. Und darum heißt es Zimmer 483. Okay, alles klar. Sind wir sehr gespannt, ob irgendwann werden wir die Geschichte bestimmt erfahren, denke ich mal, dass wir darüber sprechen. Ich wünsche euch, das Einzige, was ich euch wünschen kann, ist Gesundheit. Alles andere habt ihr. Ihr habt Erfolg, ihr seid beliebt, ihr habt Spaß am Leben. Habt Spaß und danke, dass ihr da gewesen seid. Danke. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kurze kleine Unterbrechung. Sie gucken bitte mal in den RTL-Text einfach drauf und da haben wir es für Sie vorbereitet. Können wir was gewinnen und sehen uns gleich wieder. Bis gleich.